Oh nee, das ist ein Video von meiner Mutter. Was? Jetzt lest doch mal vor, God. Bro. Da steht einfach nur Nachricht von Mutti und ein Video davon. Ah, wie süß ist das denn? Boah, dass ich meine Mama mal sehe, das war schon sehr überraschend. Aber das könnte richtig unangenehm werden. Oh mein Gott. Okay. Deine Mutter sagt jetzt so, wie wär's denn mit dem Luca? Ich bin aufgeregt ein bisschen. Schon süß, ja. Das ist halt der wichtigste Mensch in meinem Leben so. Okay. Hallo, unser Lieblingsmensch Fabi. Erstmal möchte ich jedem von euch ein großes Kompliment aussprechen. Ihr seid phänomenal und es macht sehr viel Spaß, euch jeden Abend zuzuschauen. Schon cool, mal sie wiederzusehen, mal ihre Einschätzung zu hören, dass sie sich freut, dass sie es alles verfolgt. Jetzt zu Alessa und Janine. Fabi, ja, was würde Mama sagen? Es sind beides zwei tolle Frauen. Aber ich würde auch Janine mal die Chance geben, dich besser kennenzulernen und auch mal offen ihr gegenüber zu sein. Die Entscheidung, wo dein Herz hingehört, liegt einzig und allein bei dir. Genieße nach der schweren Zeit jede Sekunde mit diesen tollen Menschen in der Villa. Wir sind stolz wie Bolle auf dich. Papa, Mama, deine Freunde und besonders Fabse. Das ist mein bester Kumpel. Ja, das ist ganz, ganz süß auf jeden Fall. Und nochmal schön auf jeden Fall von mal sowas zu hören, Alter. Cute. Aber dass sie dann halt auch wieder so, weißt du, wie ich meine, dieses Janine so nochmal sagt so. Und Fabi hört auf seine Mama. Erstmal glaube ich, dass das Video sehr wichtig und auch emotional für den Fabi war. Ich habe da auch ein bisschen glasige Augen gesehen. Ich weiß, dass er sehr eng mit seiner Mutter ist und sehr auf sie hört. Und deshalb, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass er auf jeden Fall nochmal in sich gehen wird und sich die Meinung von ihr zu Herzen nehmen wird und darüber nachdenkt. Aber was sagst du jetzt zu der Nachricht? Ja, ich werde schon denkmal die richtige Entscheidung treffen. Mama weiß immer am besten, welche Frau zu Fabi passt, sagt Fabi. Ich hätte halt nicht gedacht, so, dass sie so mit Janine das so sagt, wenn ich ehrlich bin. Das hätte ich nicht gedacht. Aber es ist schon echt krass, sowas mal zu hören. Aber es liegt, ich kann mir halt auch daran vorstellen, Mama ist halt auch so, wenn sie sieht, dass eine Person sehr starkes Interesse hat und Janine ja die ganze Zeit auch sagt, dass sie mich möchte. Und sie auch mitbekommen hat, dass Alessa halt auch immer so hin und her so ein bisschen ist, zeigt das halt auch immer so, willst du den 100%, willst du den nicht 100%? Ich weiß ja auch nicht, was drüben überhaupt abgeht in der anderen Villa. Natürlich, da fragt man das. Ich brauche dann halt auch so Luft und einfach mal zum Nachdenken. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr.